Ihr wollt wissen, was ich jetzt schon wieder vorhab? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir brauchen zusätzliches Material, nämlich eine Menge an Kupferblechen, die wir irgendwo für Rohre brauchen werden. Wir brauchen Kabel ohne Ende, die kriegen wir hinten nicht produziert und hier hingeleitet. Und für das ganze Projekt brauchen wir auch eine Menge Beton. Also habe ich schon mal ein bisschen Wasser aufgebaut. Habe mir dort und direkt hier unten die Kalksteinquellen geholt und voll übertaktet. Mehr als 300 war hier nicht drin. Da hinten sind auch 300. Da vorne gibt es nochmal irgendwo eine 600er. Also wenn ich sie voll auftakte. Kupfer habe ich von da geholt. Und von da oben kommt Caterium. Caterium sind die Reste von dem, was wir da nicht verbrauchen. Da brauchen wir irgendwie 450 grob. 460 kamen raus. Und da habe ich auch eine Power Shard draufgesetzt. Da sind wir bei 720. Wir brauchen aber, glaube ich, nur, Moment, knappe 70. Also alles easy. Die ist auch übertaktet. Wir brauchen 250, 240 gehen normal raus. Jetzt sind es halt 360. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt hier eine kleine Produktion mit ein paar Rezepten für 400 Beton, ungefähr 500 Kupferblechen und 500 Kabeln pro Minute. Das heißt, nach 22 Minuten haben wir unseren Bedarf an Kabeln, die wir nur für die Maschinen brauchen und noch nicht mal fürs Anschließen, gedeckt. Das ist doch schon mal ganz nett. Und ich würde sagen, wir fangen heute mit dem Beton an. Und gucken mal, wie weit wir kommen. So, jetzt, das möchte ich immer gerne schön auf dem Grid haben. Und am besten oberhalb von unserem, welcher ist denn der höchste? Der ist der höchste. Das heißt, wir fliegen darüber und da drauf. So, gucken wir mal. Da wollen wir uns draufstellen. Blub. Und dann fangen wir mal an. Und ziehen das Ganze mal noch ein bisschen hoch. So. Und dann suchen wir ein wenig. Warum auch immer ich mir die Arbeit gemacht habe, das da runterzubringen, aber gut, das man probiert mal ein bisschen aus und dann geht das schon. So. Ziehen wir eigentlich auch erstmal hier als erstes den Betonteil fertig zu kriegen und die Musik zu ändern. So. Weil dann sind wir da nicht mehr darauf angewiesen, dass wir noch irgendwie anderes Zeug machen müssten. Wir könnten hier natürlich auch die ganzen Sachen, die hier auf Eisen basieren, noch machen. Kleine Hilfsproduktionen, aber das wollen wir nicht. Das meiste können wir uns von zu Hause holen. Und das ist auch gut so. Das machen wir auch. Ich weiß nicht, ob das unbedingt reicht, aber wie nah sind wir eigentlich da dran? Okay, es wäre besser, das Zeug hier hinzubringen, so wie ich das hier gerade anbaue. Wie weit kommen wir denn so ran? Na, schauen wir mal nach. Okay, hier wäre schon ziemlich gut.
hinten kommen wir nicht hin, aber da. Okay. Komme ich auch mit klar. Ja, das ganze Betonzeug ist relativ schnell gemacht. Das ist eben ein. Also fünf. Was brauche ich nochmal? Für die Ecke. Was wäre? So. Sind fünf Raffinerien. Wasser rein, Zeug rein. Fertig. Wir brauchen mal 500 Wasser. 600 Limestone. Und dann ist gut. Das heißt, wir gucken mal. Habe ich jetzt gerade genug für 5? Nein, habe ich nicht. Komme ich hier rauf geflogen? Das ist auch gut. So, das heißt, wir haben ja schöne große Fläche. Wir könnten noch gucken. Da. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Geht natürlich genau da rein, ne? Ja, okay. Müssen wir das einmal drum herum leiten. Und da hinten noch, dann haben wir das wenigstens ein bisschen auf dem Boden stehen, ne? Ist das bodenständiger? Ja. Gut, den wird es auch noch haken. Sehr gut. Du gehst. Eigentlich, du tust mir ja nichts, aber du gehst mir schlicht und ergreifend auf den Sack mit deinen Geräuschen. Nee, das wollte ich nicht. Genau, ich wollte Sachen holen. Erstmal wollte ich hier oben noch. Habe ich das dabei? Nicht gerade? Ja, kann ich. So, du kommst einmal schön da an die Ecke. Unser ganzes Material mal hier hoch und gleichzeitig können wir hingehen und anderes Material, das wir gerade nicht so extrem brauchen, wir brauchen gerade nicht so viel Beton. Machen wir so, dann haben wir alles da drin. Die brauchen wir auch am wenigsten, das ist definitiv wichtig und das können wir auch beiseite tun. So. Dann haben wir gesagt, Raffinerien. Was brauchen wir für die Raffinerien? Brauchen wir die Motoren. Die kommen ja auch gerade an. Ja, wunderbar. Dann was brauchen wir für eine? Die Raffinerie. Guck mal, das wäre genau unsere 5 Stück. Jetzt brauchen wir noch das Zeug. Den Rest haben wir nämlich schon dabei. Damit hätten wir das. Dann setzen wir unsere Raffinerie. Wo setzen wir unsere Raffinerie? Da will ich jetzt mal 2 mit reingehen. Oder machen wir 3. Wir gehen da mit 3 rein. Ja. Einen noch rüber, genau. So stellen wir mal. Da passt schon nicht mehr. 2, 3. Ihr Kollege fehlt. Das bin ich dämlich. Ich liebe es. So. 5. Wir ziehen direkt mal wieder 3 drauf. Weil die haben wir natürlich falsch rum hingestellt. Jetzt hätten wir die gerne. So. So. Und. So. Perfekt. Das haben wir schon mal drin. Dann haben wir ja unsere Blaupause hier. Und zwar Raffi. Blaupause, Raffi.
Daphne kommt dahin. Da ist immer einen dazwischen fallen lassen, genau. Da und ups. Da. Perfekt. Okay, wir müssen das Zeug da reinleiten, auf der Seite, ist ja kein Problem. Nein. So, drin ist der Spaß. Ist Gott sei Dank egal, auf welcher Seite wir es reinleiten. Das ist schon mal ganz gut. So. Dann gucken wir mal. Hier ist der Eingang, haben wir gesagt. Nein, nee. Wir gucken jetzt besser. Wir haben hier unten den Kollegen. An einer Stelle, wo ich die nicht vernünftig dran kriege. Ist da? Das ist zu hoch. Okay. Du gehst da. Dann lassen wir. Gehen. Und du machst diesen kleinen Schlenker hier rüber. Genau. Das ist sogar relativ praktisch. Jetzt noch ein Stückchen weiterziehen sollen, dann wäre es richtig gut gewesen, aber ey. Komm. Und von da aus würde ich mal sagen, bis hier. Und dann zack, dran. Sehr gut. Guck mal, du bist fertig. Das heißt, dich brauchen wir schon mal nicht mehr. Dann gehen wir hin. Ich hätte gesagt, den einen hier müssen wir ein bisschen umlegen, ne? So, dann geht das wenigstens schon mal nicht durch. Und viel gekostet hat es uns nicht. Du kannst weg. Das ist soweit schon mal sehr gut. Und von da aus kriege ich keinen Strom, weil es fehlt mir eigentlich für den Strommast. Den aktualisieren wir einmal. Und setzen uns. Setzen wir uns den Strom hin. Komm. Dahin. Und dann kommst du einmal mittig davor. Hier ist zu einem Zweier. Und dann können wir da anschließen. Da anschließen. Es klippt wie Sau da durch, macht aber nichts.
So. Du bekommst jetzt den nassen Beton. Einstellung kopieren. Einfügen. 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 Das heißt, da ist Strom. Dementsprechend müsste jetzt gerade hier jede Menge Beton gemacht werden. Das ist gut. Ja. Das läuft sauber überall rein. Du kannst einmal die, keine Ahnung, 100, 200, was auch immer, voll machen. Genau. Du auch. Sehr schön. Wir brauchen also nur noch Wasser und irgendwas, wie es hinten rauskommt. Das wiederum ist relativ einfach. Das sind ein paar Fusionatoren. Ich würde einfach stumpf da vorne den, den ich sowieso schon hingesetzt habe, mitbenutzen. Die Kollegen. Das heißt, das geht hier raus. Einmal alle dran. Bam. Also den Container da. Ups. Weil da habe ich ja eh schon Beton reingeschmissen, dann soll da ruhig noch mehr reinkommen. Können wir überlegen, ob wir den noch ein bisschen hoch machen. Aber okay, das ist das. Einzig Blöde ist, ich habe den so rumgebaut. Macht aber nichts, weil ich kann bestimmt nicht so rumgehen. Was ich bestimmt kann, ist so rumgehen. So, mal. Damit hätten wir das. Es fehlt nur noch das Wasser von hier. Wo leiten wir das ein? Wie gesagt, mich lacht genau diese Stelle hier an. Mal die dürfte ja relativ gut dazu liegen. Okay. Von da. Oh, wir brauchen Pumpen. An Pumpen habe ich gar nicht gedacht. Fehlt mir da Motoren. Okay, Motoren komme ich mit hin. Dürfte ich ein paar extra haben. Das müsste klappen. Von der Höhe her dürfte ich auch nicht so extrem hoch sein. Das heißt, ich brauche den hier und dann so. Das sieht doch schon mal gut aus. Puh. Setze ich die Pumpe dann da und dann sollte die reichen? Eigentlich schon, oder? Das kriegen wir schon hin. Wir nehmen uns einfach die mal mit. Im Zweifel muss ich halt nochmal welche holen. Aber das ist ja kein Problem, da kriegen wir alles gut hin. So. Okay, wir haben hier mehrere Höhen. Ich verstehe. So, jetzt habe ich mir das Ganze hier so gedacht. Oh, das ist ja eigentlich ziemlich gut hier.
mit der 50 Metern reichen. Wir packen diese Pumpe. Das können wir doch hier sehen. Wenn ich weit genug hier rüber gehe. Ups. Wenn ich so weit hier rüber gehe, dass ich das auch noch sehen kann. Du gehst da hoch, du gehst da rum. Oh, da hinten kann man es nicht mehr sehen. Ich probiere einfach mal mein Glück da aus. Da haben wir nämlich auch direkt Strom. So, Pumpe ist dran. Jetzt fehlt nur noch Wasser hier. Also ich habe hier, ja, da sind 6, da sind 5, das sind halt genau 600. Das sind 600. Dementsprechend packen wir es rein und wir brauchen etwas mehr. Wir brauchen 1235. Ist so richtig ärgerlich, dass ich nicht mit 2 Leitungen auskomme. Aber macht nichts. So, wir packen das da hin. Weil dieses bisschen extra, dafür ist der 6. da hinten. Ist eigentlich ziemlich. Wäre das nicht sinnvoller, wenn ich den. Wir nehmen den hier mal. Wäre doch sinnvoller, wenn ich hier vorne einen, am besten den hier. Genau. Du, Kollege, wirst mein. Er ist optimal dahin. So. Du gehst da rein. Da, da, da. Da, genau. Du bist separat. Rein da. Rein da. Ja, dann brauche ich das nicht hier über eine komplett andere Geschichte drüber ziehen. Da drüben habe ich auch alles passend. Du bist separat. Ihr lauft an, du bringst hoch. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob wir da vorne hochkommen, ob das gereicht hat, wassertechnisch oder nicht. Kommt hier Wasser an? Hier kommt Wasser an. Hier kommt auch schnell und genug Wasser an. Es hätte fast gut funktioniert, ne? So, du bist voll. Du müsstest jetzt auch relativ zügig voll werden. Ja, du machst auch schon. Du brauchst noch einen Moment, bis du genug drin hast. Aber ja, es scheint zu funktionieren. Aber wie viel brauchst du? 100? 200? Das heißt, ab hier wären sowieso nur noch 300 in der Leitung. Genau das setzen wir jetzt auch um. Ab hier sind nur noch den und den. Da sind nur noch 300 in der Leitung. Dann sollte das auch noch ein bisschen besser stocken, würde ich behaupten. Der ist voll. Du brauchst noch einen Moment. Bis dahin darf auch die 600, weil dann sind wir noch mal drüber. So, und hier hinten bleiben 100 über. So. Und da, weil wir ja auf jeden Fall viel Beton brauchen werden. Achso. Okay, bis dahin gehen wir mal. Der unpraktische Teil ist, dass ich das da oben einleiten muss. Sonst hätte ich das so machen können, dass das von unten nach oben auffüllt und quasi wieder runterkommt. Aber egal. Wir kriegen das trotzdem hin.
Ne, weil jetzt könnte ich theoretisch noch diesen hier machen. Sieht nicht aus. Ja, nicht schön, aber es ist ja eh nur ein Hilfsmittel, ne? Pass auf, dann können wir nämlich hier hingehen. Nein. Wie soll denn das gehen? So, jetzt müsste der Spaß bis nach oben kommen können. Ja, also jetzt geht es wenigstens schon mal dahin. So, jetzt müsste das doch so sein. Der macht erst hier unten voll. Und wenn der unten voll ist, geht der halt. Also klar, das ganze Zeug krabbelt einmal bis ganz oben, wo ich schon nicht mehr dran komme. Da sieht man immer, der geht mal hoch, geht dann da wieder runter. Aber letztendlich bleibt es hier unten, bis der voll ist. Wenn der voll ist, geht's in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten und so weiter. Das heißt, Beton haben wir genug. Gut. Was ist das nächste? Kupferingots. Das heißt, wir können unser Kupfer nehmen. Was brauchen wir denn da? Oh. Vielleicht mache ich auch erst Kriterium-Dinger, weil die sind relativ einfach mit 3. Was brauche ich denn da an Wasser? Oh, Wasser wäre super, weil dann könnte ich. Ich brauche nur 3 Raffinerien. Dann könnte ich den Rest nehmen, weil da brauche ich nur 66, da bleibt immer noch was über. Wenn ich jetzt hingehe. Moment, lass mich mal kurz überlegen. Macht es Sinn, die hier direkt dran zu machen? Ich meine, vom Wasser her macht es auf jeden Fall Sinn. Zufuhr mit Rohstoffen kriege ich auch hin, wenn ich das hier mitten rausnehme und dann einmal rumleite, weil das habe ich ja auch hier unten liegen. Ich habe mir die ja alle an die gleiche Stelle gelegt. Aber ich brauche das Band nicht umdrehen, darum geht es mir. Jo, das machen wir. Wir nehmen jetzt eine Raffinerie. Wir kriegen bestimmt 3 Stück direkt hier neben, oder? 1, 2, das passt aufs. Mir fehlen wieder Rohre. So. Dahin. Dann nehmen wir uns wieder Raffi. Aus einem Projekt hätte ich damals über 2 Videos gezogen, bevor es Blueprints gab. Das passt. 1, 2. Ah. Da. 3. So. Ups. Das ist schon mal gut. Das heißt, damit ich das jetzt bloß nicht verkacke, den weg. Aber hier oben, das werden wir jetzt auch noch eben zusammen fertig machen. Aktualisieren. Dazwischen. Aktualisieren. Dazwischen. Den. Den kann ich hier. Ups. Oh. Achso. Da rein. Sehr gut. Und dann. Gut dran. Gut dran. Du dran. Was mir Kriterium.
eine Stellung gruppieren. Einfügen. Einfügen. Dann holen wir uns schon mal Strom hier rüber. Strom rein. Machen dich wieder groß hier. Sagen anschließen. 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 Jetzt machen wir das wunderbar, indem wir sagen, da dran. Bam. Du weg. Und du. Das hat auch perfekt gepasst. Super. Jetzt kommst du. Du. Überall geht Katerium rein. Wir machen Barren. Wunderbar. Also im Moment kommt alles an Katerium hier rüber, weil das natürlich für das, was da mal hinkommt, noch nicht benutzt wird. Aber super. So. Du sollst aber in gar nicht mal in Container gehen, trotzdem packen wir dich mal eben zusammen. Lassen dich aber in die andere Richtung laufen. Fusionator. Wobei, den können wir so setzen, dass der hier in die Mitte geht. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und Buffercontainer ist vielleicht, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Quatsch. Auch Quatsch. Da ist richtig. Ich hätte auch einfach auf die 3 drücken können, verdammt. So. Wunderbar. Dann haben wir 2 von 3 Schritten heute fertig gekriegt. Und das nächste machen wir am Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen schönen 1. Mai. Und sagt mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen. Tschüss.